Und willkommen in der Welt der Erfrischung. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Wie hast du gesagt? Mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Jo, schmeckt danach. Nuka-Cola-Quantum. So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nuka World. Diesmal hier aus dem Nuka-Markt. Drei rivalisierende Banden an einem Ort und die bringen sich nicht um? Ja. Hab ich noch nie erlebt. Genau. Ja, ich habe gerade wieder ein bisschen Muni gekauft und alles. Und wir haben den Typen hier übersehen. Hier ist der Chip Morse. Dick, das ist eine Quest. Hi. Hey Boss, du hast Coulter echt eine Abreibung verpasst. Das war mal was. Dann sind seine großen Pläne für den Park wohl mit ihm gestorben. Große Pläne. Große Pläne, was? Beinhalteten die auch, in der eigenen Arena getötet zu werden? Natürlich nicht, Boss. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsamer, träger. Coulter verlor die Motivation. Warum war ihm denn alles egal? Ist was passiert? Einige Banden dachten, dass er vielleicht zu bequem geworden wäre. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem gut. Verdammt! Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Dryrock Gulch eine Chance. Welche armen Wichser denn? Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen, also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Dryrock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt noch leben. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen, damit wir wieder Saft haben? Ja. Coulters Plan war gut. Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Hab eine Menge Arbeit reingesteckt. Hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden. Wie lange bist du schon hier? Rund 20 Jahre, denke ich. Ob's mir gefällt oder nicht. Nuka World ist mein Zuhause. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Ach so, wir kriegen hier keine Quest. Hast du diesen verrückten Flaschenroboter gesehen? Chip? Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Job liebe. Aber die Raider finden mich nützlich und lassen mich in Ruhe. Ja gut, ich würde gerne. Den Markierung haben wir auch nicht gekriegt, ne? Ne? Hä? Achso. Das sah sich so aus, als wäre es schon. Ich könnte mal ganz kurz nach Dryrock Gulch gehen. Dryrock Gulch. So, dann sind wir jetzt hier bei Dryrock Gulch und mal schauen, ob wir diese Typen wiederfinden oder ob wir die überhaupt finden. Ja, das ist wahrscheinlich ja nicht gemeint. Hier ist ja auch irgendwie niemand. Hier ist das Theater. Oder meint er damit die Roboter? Ne, der Typ hat ja gesagt, hier, der Chip. Hat ja gesagt, die Wichser aus Dryrock Gulch. Aber hier ist niemand. Achso, er ist. Ach ja, warte, wir können mal ganz kurz schauen. Hoffentlich führt das Rumgebastel auch zu was. Wir haben ja ein paar neue Rezepte gekriegt. Barry gibt. Schick. Und dann hat Fancy. Okay. Für Elixir. Maddox. Okay. Vielleicht als Äquivalent zu Maddox. Kostet für Maddox und Maddox haben wir 30 Milliarden. Aber Nuka Cola Orange.
dass man hier die normalen Coca-Cola wie Orange und so nicht machen kann. Hier Cherry-Cola, normale Cola und alles. Dass man die nicht machen kann, das ist nicht schade. Oh, das Gedirb ist umgekippt. Aber sehen tue ich gerade auch niemanden hier. Mal schauen. Bei Doc Phosphate bist du jederzeit willkommen. Ja, bei den Nuka-Cola Wildproben im Saloon kannst du natürlich gerne zugreifen. Na ja, gut. Achtung, eine Durchsage. Der letzte Zug zum Nuka World Transitzentrum verlässt den Park um 23.55 Uhr. Vielen Dank. Aha. Okay. Da war gerade Liquid Nitrogen. Okay. Sehr schön. Nö, finde ich hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer gemeint war. Da. Stimmt, da war ja noch irgendwie irgend so ein Gebäude, wo wir ja nie hingekommen sind. Naja. Egal, wir wollten ja jetzt in die Nuka-Cola-Abfüllungsanlage. Und dafür müssen wir einfach nur hier rüber. Ich glaube, da sehe ich. Was war das? Ein Auto. Und warum ist das explodiert? Wahrscheinlich, weil irgendwelche Unternehmer oder so gerade gegen irgendwas gekämpft haben und einfach nicht zielen können, oder? Warum ist da gerade ein Auto explodiert? Ich habe Angst. Wett sagt gerade auch nichts. Vielleicht finden wir irgendwelche Unternehmerleichen oder so. Eine Brahmin. Hat eine. Ne, das kann nicht sein. Dass eine Brahmin ein Auto angegriffen hat. Warum sollte sie das tun? Wie creepy gerade. Hier ist weit und breit niemand. Plötzlich explodiert ein Auto und darunter ist eine Brahmin. Was hat das zu bedeuten? Huch. Das sind mehrere Brahmins. Hä? Und die lag da wohl schon länger. Weil die da angefressen wurde. Aber von wem? Ne. Wett sagt nichts. Sehr skurril. Sehr skurril. Alter. Plötzlich explodiert erstmal eiskalt so ein Auto. Ohne irgendeinen Grund. Naja, gehen wir mal zur Apfelanlage. Vielleicht finden wir auch was Schönes da. Huch. Dann lädt die Apfelanlage. Und das. Das ist nicht die Apfelanlage, die wir da gerade sehen. Da muss ich höchstwahrscheinlich hoch. Mal sehen, was uns hier auch an Feinden erwartet. Boah, Fieberblume. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, stimmt. World of Refreshments ist ja hier. Ach ja, da war ja was. Und Doc Phosphate machen in Dry Rock Gulch die Runde. Nutzen Sie diese Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. Säuber auch den Außenbereich. Das bedeutet, hier sind eigentlich noch irgendwelche Gegner. Das ist da, glaube ich. Ja, sieht so aus. Ist, glaube ich, Quantum Coda. Der Fluss. Bei World of Refreshments Psst. Besteht ja aus. Psst! So, jetzt geht's so, okay. Bald. Ich dachte, das wäre hier Fieberblüte. Der Eingang ist dicht. Ach, da, Enter. Ja, gut.
Okay. Haben Sie Ihre versteckte Coffee-Brille verloren? Keine Sorge, die Brillen sind an allen Souvenirständen im Park erhältlich. Okay, da geht's einfach so rein. Dann gehen wir da mal auch rein. Und willkommen in der Welt der Erfrischung. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Wie hast du das gesagt? Mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Jo, schmeckt danach. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Geil. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Ich würde gerade mal kurz schauen, auf welcher Waffe. Okay, auf der 4. Die. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Wer findet, dem gehört. Nuka-Lörk. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Ja, ich weiß. Nuka-Cola Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein. Ja komm, chill mal. Ganz kurz, wir haben ja auch... Ach ja, die 8 ist ja jetzt frei. Für ihn. Und doppelter Geschmack. Und dann noch die kennen wir noch tolle, gar nicht. Patentierte blaue... Ach, guck mal, was hinten ist. Weißt du was? Mal was versuchen. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Was hat denn da gerade so explodiert? Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Nein, die Kronkorken gehen. Danke. 21 Kronkorken. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Nimm mal die Fresse halten da oben, die ist mega laut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie zur Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Als unser Firmengründer John Caleb Bradburton am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Ja, gut. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und 120% des empfohlenen Tagesbedarfs an Zucker decken würde. Ich will ganz so das ausprobieren. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042, als unser Firmengründer John Caleb Bradburton am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Sehr interessant. Ich hoffe, jetzt mal ganz schön leise und so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut hier mit dem Gelaber und so mit dem Fluss. Cool. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und 120. Ja, komm, chill mal. Wo geht's denn hier jetzt noch hin? Geschafft. Das ist eine Abkürzung. Zuckerdecken für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola Dark und erleben Sie die durstlöschende Variante. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. Sommerkleid brauche ich nicht, aber voll den. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. So. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend? Dann schnappen Sie sich eine Eiskalte. Hey, ich hab es tot. Nein, nicht Panzer, sondern da unten Kopf. Schau mal, wer da ist. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Oh, das Wasser, ne? Sollte vielleicht immer rechts machen, so. Achso, das war jetzt der Nuka-Lörk.
sich eine eiskalte Nuka-Cola da und erleben Sie die blitzblechendsten Varianten des Zutaten. Boah, ist hier laut. Ganz kurz. Einstellungen, Audio, Gesamtlautstärke stellt man vielleicht ein bisschen runter. Ah ja. Ich hoffe jetzt allgemein und nicht zu leise. Hey, Augen auf! Da draußen ist was. So. Dann stechen wir die hier mit dem Messer ab. Okay. Das ist wieder ein Nuka-Lurk. Wo? Da ist. Ja. Wir haben Gesellschaft. Jetzt könnte das Ding nicht machen. Ach nein. Du stirbst. Alter, was für eine Wasser ist so scheiße teilweise. Nur wegen dem Wasser haben wir jetzt wieder 30 Milliarden Wett. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola. Hey, hey, Krabbes. Hey, hey, Krabbes. Ich seh dich. Und für den zeitlosen Spaß von Malzleben gibt es die leckere Nuka-Cola Wild. So. So wird's gemacht. Ach, guck mal da. Im Westen was hier zu finden ist. Hinweis Nummer 7. Nummer 7?